Hallo liebe Waage und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, in dem wir für dich heute in das Thema Liebe und Beziehungen schauen. Und die erste Karte, die wir jetzt ziehen, ist aus dem Romance Angels Oracle von Doreen Virtue. Da ziehen wir dir jetzt eine Karte. Diese Legung ist für die meisten von euch eine Legung, die sich bezieht auf romantische Liebe. Egal, ob du jetzt mit der Person in einer Beziehung bist oder ob ihr vielleicht gerade auch nicht zusammen seid. Für die meisten ist diese Legung darauf bezogen. Es kann aber auch sein, dass sich hier eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung zeigt. So, des Weiteren ist diese Legung für dich, falls du die Waage im Sonnenzeichen Mond, Aszendenten oder der Venus hast. So, und schau dir bitte auch deine vedischen Aspekte an, denn die sind ganz besonders wichtig, insbesondere dein vedischer Aszendent und dein vedisches Sonnenzeichen. So, und da kommt auch schon die erste Karte raus für dich, und zwar Attraction, Anziehung. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Also, du ziehst romantische Liebe in dein Leben, indem du diesen Moment in der Fülle genießt. Also öffne dich bereits den schönen Dingen des Lebens und genieße die schönen Dinge des Lebens und bringe dich damit auf eine höhere Schwingung und ziehe dadurch wieder mehr romantische Liebe in dein Leben. Lass uns mal schauen, worauf sich das bezieht. Dazu müssen wir jetzt einmal die Seelenreise-Tarotkarten fragen. So, wir geben ein paar gute Shuffle rein. Guck mal, wen haben wir denn da? Erinnerungen an die Vergangenheit oder jemand aus der Vergangenheit, der zurückkommt? Schauen wir mal, ob sich das hier gleich weiter zeigt. Was sind die Energien für die Waagen und für diejenigen, die Waage im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben? Was sind die Botschaften, die jetzt ins Kollektiv der Waagen fließen dürfen? So. Okay. Ah, spannend. Okay, und wir haben auch noch den Ritter der Schwerter umgedreht. So, dann lass uns da mal reinschauen in die Tiefe. Das Erste, was ich direkt wahrnehme, ich habe das Gefühl, zum einen mit der Königin der Kelche, die hier umgedreht ist, kann es sein, dass du aktuell dich vielleicht nicht so ganz gut um dich und deine emotionalen Bedürfnisse kümmerst. Die Königin der Kelche würde sagen, umgedreht, hey, es ist wichtig, dass du dich auch um dich selber kümmerst. Die Königin der Kelche ist eine sehr schöne Energie, wo jemand sehr verständnisvoll ist, sehr liebevoll, wo jemand sehr gut zuhört und eine andere Person wirklich verstehen kann. Aber auf der anderen Seite kann es sein, dass man sich mit der Königin der Kelche andersherum auch selber aufopfert. Zum einen könnte das also sein, dass du in einer Situation bist, wo du dich A, emotional ein bisschen aufopferst und vielleicht ein bisschen verständnisvoller gegenüber einer Person bist und als die Person dir gegenüber ist. Was es ebenfalls bedeuten kann, ist, dass es jetzt grundsätzlich wirklich an der Zeit ist, mal zu schauen, hey, was macht dich glücklich? Was brauchst du, um glücklich und erfüllt zu sein? Was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Kriege ich ganz doll rein. Dementsprechend hier, ich habe das Gefühl, was wichtig ist, ist, dass du dich grundsätzlich den schönen Dingen im Leben öffnest und dich mehr der Schönheit des Lebens öffnest, weil ich das Gefühl habe, das ist etwas, was für dich persönlich ganz wichtig ist. Ich kriege rein, dass du, okay, mehrere Botschaften. Ich kriege rein, dass es zum einen, ich habe das Gefühl, es gibt Missverständnisse, weil man sich hier nicht versteht, auf emotionaler Basis. Entweder kannst du die Verhaltensweisen einer anderen Person nicht verstehen oder die Person hat Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Ja, kümmere dich gut um dich selbst, um deine Bedürfnisse. Und genau, lass uns mal weiter reinschauen. Das ist jetzt die Karte, um die sich hier alles dreht. Ich möchte einmal in die Vergangenheit gehen. Mit dem König der Schwerter haben wir hier in der Vergangenheit tatsächlich eine recht harsche Energie. Irgendjemand war hier sehr hart in der Wortwahl, war vielleicht auch verletzend, vielleicht sogar hin bis tyrannisch.
Das könnte auch sein, dass hier jemand, ja, ich sage mal, sehr, sehr hart war in der Art und Weise, wie er oder sie gesprochen hat. Es kann ebenfalls sein, dass hier jemand in der Vergangenheit sich emotional extrem distanziert hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier in der Vergangenheit irgendeine Wahrheit nicht gesprochen wurde. Was wir aber haben mit dem Buben der Kelche, ist ein emotionaler Neuanfang. Es könnte sein, dass wir hier dann eine Entschuldigung haben, ne? Also jemand war sehr harsch, emotional zurückgezogen, aber dann kam mit dem Buben der Kelche gefühlt die Entschuldigung. Die Entschuldigung, ein Wiedergutmachen ein, okay, jetzt haben wir halt einen Neuanfang hier. Das hat erstmal gefühlt zu einer positiven Veränderung geführt in dieser Situation. So weit, so gut. Was ich jetzt sehen kann mit dem Eremiten, der umgedreht ist, ist, dass ich habe das Gefühl, mit den Karten, die ich hier sehe, für den einen oder anderen könnten tatsächlich Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten eine Rolle spielen. Der Ritter der Münzen ist sehr treu und loyal, die Königin der Kelche umgedreht vernachlässigt sich selbst und der Eremit umgedreht kann bedeuten, dass man Schwierigkeiten hat, damit alleine zu sein. Eine Herausforderung könnte damit auch sein, dass sich vielleicht jemand nach wie vor zurückgezogen hat. Auch das wäre möglich. Was ich aber wahrnehme, ist, dass dir jetzt klar wird, du bekommst jetzt quasi eine Erkenntnis darüber. Ich habe das Gefühl, es wartet eine Antwort auf dich hier. Eine Antwort, die quasi aus dir selber herauskommt. Das heißt, gerade mit dem Eremiten umgedreht, zieht man sich normalerweise auch ein bisschen zurück. Nicht umgedreht, aber mit dem Eremiten ziehst du dich normalerweise zurück, um Antworten zu finden. Wenn der Eremit umgedreht ist, kann es sein, dass du aus dieser Energie rauskommst und sagst, ah, ich habe jetzt die Antwort in mir gefunden. So, dementsprechend habe ich das Gefühl, ist gerade eine Bewusstwerdung bezogen auf Beziehungsdynamiken, bezogen auch darauf gefühlt, wo man dran arbeitet. Wir haben den Ritter der Münzen hier, das heißt, an irgendwas arbeitest du. Ich habe das Gefühl, du bist sehr loyal, du bist sehr treu, du bist sehr gewissenhaft. Es kann sein, dass etwas nur langsam vorangeht. Ich möchte mal ein paar Klärungskarten dazu ziehen. Denn in der Vergangenheit, wie gesagt, habe ich das Gefühl, erstmal eine Situation hatte hier einen Neuanfang. Ich möchte einmal schauen, was es mit den harschen Worten auf sich hat. Worauf hat sich das bezogen? Warum ist der König der Schwerter hier umgedreht? Kriegen wir noch eine Botschaft zum König der Schwerter umgedreht? Okay. Worum ging es hier? Was war das für eine Situation, die sich gezeigt hat? Uppala. Ja, und da haben wir den Bären. Ich habe das Gefühl, jemand war hier entweder sehr dominant, sehr stark, war für den einen oder anderen kann das auch sein, dass hier eine Situation ist, wo du dich sehr beschützerisch fühlst oder wo vielleicht die andere Person sich auch ein bisschen beschützerisch fühlt. Wobei, was ich hier reinkriege, ist wirklich, da war eine Härte, eine Dominanz, eine Schärfe. Jemand hat hier einen großen Einfluss, aber dieser Einfluss oder beziehungsweise diese harschen Worte, diese vielleicht auch Streitigkeiten, jemand, der vielleicht auch nicht wirklich fair war hier in der Vergangenheit, hat dich extrem beeinflusst, spielt nach wie vor noch einen großen Einfluss hier. Ich möchte einmal schauen, woran du arbeitest. Ritter der Münzen. Ritter der Münzen, woran arbeitet Waage gerade? Da kriege ich das Stopp rein. Ach, das gibt's doch nicht. Und wir haben den Hund hier. Ja, das Ding ist, der Hund, ich sagte ja gerade schon, ne, mit dem Ritter der Münzen, ich kriege diese Abhängigkeit rein. Der Hund ist auch in der Abhängigkeit. Und er kann eine Abhängigkeit darstellen. Eine extreme Loyalität, eine extreme Treue. Das heißt, ich habe das Gefühl, was diese Situation angeht, bist du extrem treu, du bist extrem loyal. Du bist jemand, der nicht wirklich aufgibt, aber ich habe das Gefühl, dass du aktuell emotional so ein bisschen selber leer bist. Und ich habe auch das Gefühl, dass du dich wieder nach ein bisschen mehr, noch nicht mal vielleicht Romantik sehen, wobei das bestimmt auch, aber ich habe auch das Gefühl nach, ey, noch ein bisschen mehr Leichtigkeit. Denn Romantik, was ist das denn für ein Gefühl? Das ist ein Gefühl der Leichtigkeit, alles ist plötzlich im Flow. Und ich habe das Gefühl, dass diese Situation, in der du mit der anderen Person bist, gerade nicht wirklich im Flow ist. Es kann auch sein, dass sich hier jemand immer mal wieder ein bisschen zurückzieht, ein bisschen abgrenzt. Und dann auch hier mit dem Ritter der Schwerter. Ich sehe, hier ist sehr viel verletzende Energie. Entweder ist jemand, wobei, da sehen wir hier tatsächlich auch schon auf uns zukommen.
Entweder ist jemand hier sehr verletzt oder du bist verletzt worden durch Worte. Jemand, gerade mit den beiden Karten umgedreht, jemand wurde hier verletzt durch Worte, habe ich das Gefühl. Wir sehen in der nahen Zukunft die 5 der Münzen und du realisierst hier gefühlt, dass irgendwas nicht genug ist. Es kann sein, dass diese Situation ein bisschen an deinem Selbstwert geknackst hat. Also die 5 der Münzen könnte auf einen verminderten Selbstwert hindeuten. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, du merkst, irgendwas reicht hier nicht, irgendwas ist nicht genug. Auch da haben wir das wieder, das Ding. Ich habe das Gefühl, du bist emotional ein bisschen leer und ausgesaugt hier. Es kann auch sein, dass es hier eine Wunde gibt, die noch nicht geheilt ist in dir, warum du dich vielleicht so ein bisschen erschöpfter fühlst emotional. Auch kann das sein mit den 5 der Münzen, dass wir hier das Thema vermissen haben. Irgendwas vermisst du. Nun kann es natürlich sein, dass du eine Person vermisst. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Situation aktuell am Laufen ist. Für die meisten von euch auf jeden Fall. Aber irgendwas vermisst du hier. Entweder vermisst du eine Person oder du vermisst etwas in der Beziehung oder du vermisst etwas an dieser Situation. Was ich sehen kann ebenfalls, ist, dass mit den 3 der Schwertern aber du gleichzeitig in die Phase der Heilung eintrittst. Die 3 der Schwerter wäre dieser Moment, wenn der Stachel gezogen wird, der sehr schmerzhaft war. Aber dadurch, dass dieser Stachel jetzt gezogen ist, hast du nicht einen permanenten weiteren Schmerz. Also diese Wunde kann jetzt endlich schließen. Und ich habe hier das Gefühl, dass eine Wunde endlich schließt. Was ich für dich wahrnehme, ist insbesondere die Wunde nicht gut genug zu sein, wird sich hier schließen. Denn das ist gefühlt die Essenz dessen, warum du hier sehr gebend bist. Also da haben wir wirklich einen im Prinzip schönen Heilungsprozess, den wir hier sehen. Ein nicht gut genug sein heilt, geht jetzt in die Heilung. Der Stachel ist gezogen, die Wunde kann jetzt heilen. Wir sehen noch eine signifikante Information auf dich zukommen. Der Bube der Schwerter ist eine Nachricht, eine Information, die auf dich zukommt. Oder auch eine Nachricht, die eine wichtige Information beinhaltet. Sprich, der Bube der Schwerter ist in der Essenz Informationen, die auf dich zukommen. Das kann sein durch Kommunikation, durch eine Nachricht oder weil du selber hier recherchierst. Lass uns mal schauen, worauf sich der Bube der Schwerter bezieht. Klarheit kriege ich rein, es wird Klarheit kommen, dir wird etwas klar werden. Diese Klarheit kann sich zum einen beziehen auf diese Wunde, auf den Schmerz und auf den Mangel. So, ich hätte gerne mehr Informationen hier. Warum ist der Bube der Schwerter hier? Ja, das dachte ich mir schon. Da haben wir nämlich die Rute und die Rute steht für Streit und Konflikt. Bezogen auf die Streitigkeit, bezogen auf den Konflikt, könnte es zum einen eine Aussprache geben hier. Auf der anderen Seite kann es sein, dass dir einfach etwas klar wird zu dem Thema Konflikt, den es hier auf jeden Fall gibt, aufgrund dessen, dass ich das Gefühl habe, hier sind sehr verletzende Worte, die fallen und die auch immer wieder fallen. Der Ritter der Schwerter ebenfalls. Der Ritter der Schwerter ist sehr egoistisch. Das heißt, während es hier verletzende Worte sein können, die vielleicht auch ganz gezielt bewusst gesprochen werden, um zu verletzen, haben wir hier ein bisschen mehr diesen Aspekt von, hey, das ist mein Weg und das ist jetzt das, was ich will. Jemand, der also sehr egoistisch ist und der, sage ich mal, nicht wirklich empathisch in dem Moment für andere ist. Das heißt, hier ist gefühlt ein Mangel an Empathie. Was uns wieder bringt auf die Königin der Kelche, nämlich in der Essenz der Mangel an Empathie, was eben die Königin der Kelche andersrum ebenfalls bedeuten kann. Ich möchte mir tatsächlich jetzt einmal anschauen, ihr kennt das hier schon von den anderen Legungen, die bereits online sind, wie die Seite von der, also wie die Geschichte hier von der anderen Seite aussieht. Das heißt, die Person, mit der du es zu tun hast, was denkt er oder sie über dich, fühlt für dich, was sind die Absichten, die Intentionen? Denn aktuell haben wir hier tendenziell eher eine konfliktbeladene Situation, auch wenn du hier, sag ich mal, nach wie vor sehr treu und loyal an etwas arbeitest oder versuchst, an dieser Situation zu arbeiten. Du versuchst, dir hier Stabilität und Sicherheit aufzubauen und bist gefühlt auch sehr unterstützend, sehr na, Hund, Unterstützung und Hilfe, sehr verständnisvoll. Das kriege ich alles hier rein. Aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt für dich darum, zu schauen, dass du wieder mehr Dinge integrierst, die dich erstmal glücklich machen und dass du dich ein bisschen mehr um dich selber kümmerst. Wir gehen jetzt einmal in sowohl die Energien rein, wie die Person diese Situation
ja, sieht. Ich werde dir noch einen Tipp ziehen für die Situation. Ich werde dir auch eine Göttin ziehen, die dich jetzt begleitet in diesem Prozess. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Wenn du also mit dieser Legung resoniert hast, dann darf ich dich einladen, mir zu folgen in die Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem Video in der Infobox findest du die beiden Links. Link Nummer 1 führt zu Vimeo, da ist das Einzelvideo. Und falls du Interesse hast an der Mitgliedschaft, wo dir immer alle Erweiterungen direkt freigeschaltet werden, kannst du das auf Patreon machen. In diesem Sinne starte ich jetzt, freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Muah.